auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr 2018. Wir starten auch ganz, ganz fresh in dieses Jahr mit meinem ersten Video in diesem Jahr. Und zwar habe ich heute einen Beauty Haul versus Geburtstagsgeschenke Haul. Und ich würde euch gerne zeigen, was ich so die letzten Tage received habe, also zu Hause bekommen habe. Was ich auch bei Kiko noch gefunden habe, weil ich habe da neulich ein Video hochgeladen, das lade ich euch gerne hier hoch, dass ich praktisch euch zeigen kann, weil es gibt ja gerade bei Kiko einen coolen Sale. Da könnt ihr wirklich unnormal coole Items kaufen. Zum Beispiel auch diesen Highlighter, den ich trage, der ist wirklich unnormal schön. Ich habe den jetzt fast jeden Tag getragen, seit fast 2 Wochen. Ich kann bald das Kiko-Logo nicht mehr lesen. Total schön, da gefällt mir auch unnormal gut. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr richtig Bock auf diese Hauls habt. Ich habe heute praktisch einen Beauty Bay, Kiko, DM und Morphe Haul. Das sind praktisch alles Sachen, die ich aus den UK zum Beispiel received habe. Und vor allen Dingen auch aus Deutschland natürlich hier in der Drogerie und im Kiko eingekauft habe. Und demnächst kommt noch ein Tarte und Colourpop Haul, weil ich da massivst eingekauft habe. Weil ich habe von meinem Vater etwas Geburtstagsgeld bekommen und habe noch ein bisschen Geschenkegeld bekommen von meiner Schwiegermutter und so weiter. Und habe praktisch dann einfach mir gedacht, ha, da kann ich doch eigentlich auch ein bisschen was einkaufen für. Und deswegen, das werde ich auch dementsprechend tun. Und wie gesagt, habt jetzt definitiv einen mega schönen Haul für euch. Da sind auch wieder neue Sachen dabei, die ich noch gar nie gesehen habe. Und bleibt gespannt. Wenn ihr ganz neu auf meinem Kanal seid, abonniert den sehr gern. Ich würde mich freuen. Wir haben ja schon 410 Abonnenten des heutigen Tages. Also ich drehe es tatsächlich heute und lade es auch heute für euch hoch, das Video. Und ich bin gespannt, wann wir die 500 erreichen. Ich hoffe, ich drücke Daumen, dass es bald ist. Nicht vergessen, es läuft auch eine 300 Abonnentenverlosung, die halt später angefangen hat, weil ich ja noch mit der Laura den Adventskalender hatte. Das Video verlinke ich euch auch gerne hier oben und schreibt euch nochmal auch in die Infobox alles rein, was ihr darüber wissen müsst. Und bevor wir zu viel schwätzen, ich zeige euch jetzt, was ich beginnen werde ich jetzt einfach mal mit DM und Kiko und dann arbeiten wir uns weiter zu meiner Beauty Bay Skincare Packagebestellung und zu meinen schon jetzt bestellten Geburtstagsgeschenken von meinem Mann, weil ich einfach nicht wusste, ob diese Palette, die ich gerne hätte, ja, es ist wieder eine Palette. Ich habe so wenig Paletten, deswegen habe ich mir gedacht, kauf sie halt nochmal 2 Stück, dann ist nicht so schlimm, dann ist es ja, also ich habe schon echt Probleme, Leute. Ich überlege jetzt echt, ob ich ein drittes Ding da drauf packe, weil ich irgendwie so, ich suche schon langsam die Paletten, aber wir wollen ja nicht rumkeckern. Wir werden im Jahr 2018 bestimmt sehr viele tolle Paletten kaufen. Ich habe schon einige auf meiner Liste und von Colourpop kommen auch noch einige, ich glaube 4 oder 5. Wie gesagt, der Ami Haul, der kommt dann demnächst. Ich warte jetzt, wie gesagt, auf Colourpop, ich warte auf Tarte. Ich habe bei Tarte das erste Mal bestellt. Die hatten unnormal schöne Blush Books und so für $22 und $44 und oh, ich bin da völlig eskaliert. Ich zeige euch jetzt erstmal die 3 Sachen von P2, die ich jetzt gekauft habe, wo ich sagen muss, das wusste ich überhaupt nicht. Also P2 ist halt super schade, dass es in voll vielen Filialen einfach weggegangen ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen angepisst, weil ich habe bei P2 immer unnormal gerne Lippenprodukte gekauft. Also ich weiß nicht, warum die einfach weggegangen sind. Schade eigentlich. Und zwar fangen wir mal an mit einer Limited Edition, ist das, glaube ich. Und zwar ist es der 4D Time to Chrome Highlighter. Den trage ich jetzt over the top über das Kiko noch drüber. Der Highlighter, den gibt es in 3 verschiedenen Farbrichtungen. Also ihr seht es ja. Er ist nicht so blinding, aber was ich jetzt heute Mittag mal ausprobiert habe, bevor ich jetzt geduscht habe, Haare gemacht habe und jetzt mich fürs Kino fertig gemacht habe, wir schauen in der Zeit, wo ich es euch danach dann hochlade, Jumanji an. Ich bin gespannt, wie er ist. Also ich liebe ja eigentlich diesen riesen hübschen Mann, diesen The Rock. Ich finde den übelst witzig und Kevin Hart ist eh zum Schreien. Und auf jeden Fall habe ich dann diesen Highlighter bei DM entdeckt und zwar bei uns in Ludwigsburg. Und habe mir den jetzt mal mitgenommen und habe den jetzt heute Mittag zum Aufglowen meiner Haut komplett über die Haut getragen. Und das hat total gut funktioniert. Also den könnt ihr auch all over tragen. Der sieht gar nicht so arg aus. Das sieht dann höchstens aus wie hier. Und es sieht dann ein bisschen glowy aus. Aber das ist jetzt kein übelster Highlighter wie zum Beispiel vom Bäcker oder so. Das jetzt überhaupt nicht. Aber der kommt auf jeden Fall in meine Everyday Drawer. Das heißt in meine Schublade, die ich halt regelmäßig benutze. Also wie gesagt, ich finde, also ich habe den jetzt gerade hier um, das ist der Highlighter der Hohepunkt und drumherum habe ich diesen
4D Chrome Highlighter aufgetragen. Ich fand den super, super hübsch. Dann habe ich noch was entdeckt. Und zwar hatte P2 Liquid Lipsticks. Und zwar einmal einen, ich hoffe, dass der zoomt. Das ist einmal ein Liquid Lipstick in einer matten Formul in einer Metallbuch, in einer metallischen Formulierung. Ich versuche mal euch das anzuzoomen. Ich swatch euch das mal. Und der ist richtig schön. Also ich habe den gesehen und ich habe einen ähnlichen von einer Rival de Loop Young, von einer Rival de Loop. Das ist so ein Rot, aber er ist metallisch und er sieht unnormal gut aus. Ich finde den sehr, sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Ja, also super, super schön. Und ich habe jetzt wirklich so ein bisschen so das Problem, dass der einfach so krass schön aussieht, dass ich sagen muss, Hammer. Also den kann man toppern. Er ist jetzt, er dauert ein bisschen zum. Den hatte ich heute Mittag schon getragen. Den hatte ich heute Mittag schon getragen. Der ist unnormal schön gewesen. Und zwar ist es ein Liquid Lipstick in einer sehr tollen Farbe. Sehr opaque zum Auftragen. Also das klappt super. Also ich habe den heute getragen mit so ein bisschen dunkleren Lip Liner. Das sah auch sehr cool aus. Das wäre die Farbe Dragon Dirty. Könnt ihr das sehen? Dragon Duty. Dragon Duty. Und das wäre die Farbe Easy Out. Also der ist richtig, richtig schön. Und hier könnt ihr die Swatches sehen. Also hier könnt ihr den erkennen. Also ich finde den unnormal schön. Also mir gefällt der sehr, sehr gut. Also da kann man ja wirklich nicht meckern. Also es ist ein sehr, sehr schönes Nude. Also ich werde die definitiv in meine Sammlung aufnehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine großen Erwartungen gehabt, weil P2 ist eigentlich super günstig. Die haben jetzt gekostet. Ich sage euch die Preise, weil ich schon wieder die Kassenzettel nicht mehr weiß, wo die sind. Die sind somewhere over the rainbow in meiner Tüte verschwunden. Der hat aber eine gekostet 3,75 €. Und das finde ich eigentlich ein super Preis. Ich habe bei Kiko auch noch ein paar Sachen geshoppt. Und zwar habe ich ja letztes Mal, wie gesagt, in dem Kiko-Haul, das verlinke ich euch ja oben, habe ich auch von dieser Arctic Holiday Collection, ich komme mal ein bisschen näher, habe ich ein paar Angebote geshoppt. Und zwar habe ich mir wieder einen Hydra Gloss mitgenommen, einen 3D Hydra Gloss. Und zwar in dieser unnormal schönen Farbe. Also ich könnte rein theoretisch diese Farbe hier drüber geben. Diese Hydroglosse kann ich euch echt nur sowas von ans Herz legen. Die sind einfach wunderschön. Das ist die Farbe 10. Und das ist so ein richtig geiles Pink. Aber irgendwie so. Also ich gebe es noch hier drüber. Das macht es halt sehr metallisch. Diese Hydra-Glosse sind die einzigen Glosse, die ich länger ertrage wie 2 Stunden. Hört ihr das? So meine Chinchillas, die meckern schon wieder. Diese Hydra-Glosse sind sehr, sehr, sehr moisturizing, also praktisch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Super, 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 super schön. Ich habe da, ich glaube, einige von. Also ich habe da 3 Farben von. Jetzt habe ich die 5. Farbe. Und dann habe ich noch einmal einen 3D Hydra Gloss. Also die Verpackung finde ich auch sehr, sehr cool. Und zwar in der Farbe. Ich hoffe, dass ich die auch nicht habe. Nein. Schaut mal, ich habe gedacht, das ist dieselbe, aber das stimmt nicht. Das ist ein koralliges Rot. Super, super schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist die Nummer 11. Und den kannst du auch einfach drüber geben. Diese Glosses sind einfach sehr leicht. Und wie ihr seht, sie kleben auch überhaupt nicht. Also es ist nicht einfach so eine dicke Formulierung. Zum Beispiel, welche ich ultra ekelhaft finde, sind die von Essence. Also Essence hat wirklich unnormal schöne Produkte. Ihr wisst, dass ich sehr viele Drogerieprodukte eigentlich kaufe. Ich kaufe eigentlich super wenig High-End. Und das, was ich euch jetzt zeige, zum Beispiel, ist ja eigentlich auch nicht High-End, wenn ich Colourpop kaufe. Und wie gesagt, diese Produkte waren sehr, sehr schön. Ich habe dann auch noch, ich habe wie gesagt, eins, zwei, drei, ich glaube drei, diese von diesen da. Das sind diese Instant Mattes. Die sind auch super, super schön. Ich warte ja auch ein bisschen, dass da nochmal so ein Sale kommt, wo ich mir noch ein paar andere Farben, ein bisschen so crankere Farben aussuchen kann. Und dann habe ich mir noch einen Cream-Lidschatten mitgenommen. Und zwar in einer unnormal coolen Farbe, so einem Türkis. Weil es kommen demnächst einige Sachen, die ich heute. Ich möchte halt gerne 2 Looks für Fasching für euch schminken.
aber eher so glamorous. Ich möchte halt zwei eigentlich sehr typische Faschingsmotive nehmen. Welche verrate ich noch nicht? Das werdet ihr dann früh genug sehen. Die werden im Februar euch gezeigt. Anfang Februar, ich denke mal zum Beispiel an einem Freitag und an einem Sonntag. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Farbe definitiv verwenden werde. Das ist die Farbe 16. Jeder der Farben, diese Cream Crushes. Ich habe alle Farben davon, das sind knapp 10. Die trocknen leicht aus. Wenn ihr ein bisschen Arganöl reinmacht, dann funktioniert es eigentlich wieder ganz gut. Aber leider Gottes werden die wohl laut meiner Gerüchteküche aus dem Sortiment genommen. Ich bin ultra traurig darüber, weil die einfach als Lidschattenbase unheimlich gut funktionieren. Und wenn ihr die eigentlich wieder in Gang gekriegt habt mit so ein bisschen Öl, dann ist es eigentlich auch super schön. Diese habe ich euch letztes Mal auch gezeigt in dem Haul. Und zwar, ich schaue mal geschwind, wo ich dieses andere Package davon habe. Und zwar habe ich davon, welche Farbe war das? Ich glaube, das war so ein Schwarz. Ich meine, ja, genau. Und zwar habe ich hier diese Kiko LE, diese Asia LE gehabt. Und zwar in diesem Schwarz mit diesem geilen Blau Duochrom Weiß. Und ich habe jetzt mit meiner besten Freundin nochmal eingekauft und habe praktisch die braune Version davon noch gefunden. Und zwar ist das dieses Braun mit einem rosa Duochrom. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber super, super schön. Also wenn ihr die ein bisschen anfeuchtet, babum. Also sieht super aus. Die Verpackung finde ich auch sehr, sehr edel. Also wie ihr seht, sehr, sehr schön. Die hat dann, glaube ich, nur noch 5,65 € gekostet. Und das fand ich halt ultra billig. Jetzt zeige ich euch mal, was ich bei Beauty Bay eingekauft habe. Und zwar diesmal habe ich bei Beauty Bay kein einziges Make-up-Item gekauft. Man möge es gar nicht glauben. Nein, ich bin nicht krank. Ich habe euch doch in dem, ich glaube, das ist, glaube ich, auch dieser Beauty Bay Haul vor Weihnachten gewesen. Genau, da habe ich doch diese kleine Samttasche bekommen, wo einige Probe-Items drin waren. Und da war auch diese kleine Flasche dabei. Und zwar, irgendeine Abonnentin von mir hat mich gefragt, was das war. Das ist dieses Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Cucumber und Green Tea. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schönes Produkt. Ich habe das tatsächlich in einer Woche leer gemacht, Leute, was mich ultra gewundert hat. Und ich habe mir jetzt einfach mal ein paar größere Packungen geholt. Ich wusste ja gar nicht, wie teuer oder wie billig das ist. Ich habe jetzt drei Produkte gekauft. Moment, ich zeige euch nochmal die kleinere Packung davon. Die kleine Packung, das ist ja so eine Probepackung praktisch. Die sieht so aus. Und die Originale ist so. Das sieht am Anfang ein bisschen aus. Ich habe und zwar drei davon gekauft. Leute, ich sag euch eins, das ist eins zu eins wie MAC Fix Plus, nur dass es halt um die 12, 13 € die Flasche kostet. Ich habe jetzt heute benutzt, weil es halt ausgegangen ist, dieses Facial Oil with Green Tea, praktisch mit grüner Tee, Aloe Vera und Gurke. Super geil, also es riecht einfach nur geil. Hier habe ich zum Beispiel das mit Rose Water. Also mit Rosenwasser, Herbs, was sind das? Weiß ich nicht. Herbs, sind das Körner oder irgendwas? Herb, was sind denn Herbs? Ist das Hanf oder sowas? I don't know. Also schreibt mir mal unten, was Herbs ist. Ich weiß es gerade nicht. Das ist ein Wort, was ich nicht so oft benutze. Und Aloe Vera auf jeden Fall. Das ist richtig viel Produkt, Leute. Das sind locker ein halber Liter. Sind das ein halber Liter? Ich denke. Ah, das sind 236 Milliliter. Damit kommt ihr richtig, richtig weit. Wenn ihr drei von diesen Flaschen kauft, also drei Produkte von Mario Badescu, habt ihr praktisch so eine Einkaufstasche noch dazu bekommen und zwei Tester. Und zwar hat mich das auch interessiert, weil das ist einmal der Buttermilk Moisturizer. Der ist auch gar nicht so teuer, wenn man den in groß kauft. Ich riech mal. Ich habe ja sehr ölige Haut und gesetzt dem Fall, dass ihr nicht wisst, was bedeutet, wenn ihr ölige Haut habt, euer Make-up bleibt einfach super, super langsam. Also es trägt sich halt schnell ab. Gerade an der Nase zum Beispiel seht ihr das ja und hier in den Lachfalten. Das dauert bei mir einfach, naja, so in der Nachtschicht muss ich sagen, da habe ich super, super Werte, welches Make-up zum Beispiel bei mir super hält, wie ich es halt haltbar machen kann. Und auf jeden Fall habe ich mir halt diese Probe geben lassen. Also ich habe mir das gleich mitgenommen. Und einmal den Hydro Moisturizer with Aloe Vera und Vitamin C. Und die drei Sachen werde ich dir. Also, das ist einfach geil, wenn ihr sowas habt. Ich habe es halt nicht so mit Skincare-Linien.
die einfach ein bisschen schwieriger sind. Also ich meine, ich gebe schon gerne Geld aus, das wisst ihr, für Sachen, die ich wirklich, wirklich gerne und oft benutze. Aber zum Beispiel für ultra teure Paletten, oh, da bin ich... Also ich habe viele Paletten, das wisst ihr, aber ich habe jetzt nicht so übertrieben. Ich kann euch auch den genauen Preis ungefähr sagen. Das steht ja allerdings in Pfund. Das Facial Spray hat 11,33 kostet. Also ich glaube, es so ungefähr 13 Euro. Aber man kann wirklich nichts sagen. Die Produkte sind ja super geil, ja. Dann habe ich mir etwas bestellt, was ich bei YouTube halt gesehen habe. Und das soll sehr gut sein, aber ich weiß halt nicht. Ich habe ja dieses Cody Airspun. Und ich habe meine erste Packung tatsächlich jetzt leer gemacht. Habe aber natürlich eine zweite im Backup. Und wollte jetzt in dieses Behältnis das RCMA-Puder reinmachen. Das RCMA-Puder ist ein Puder, was extrem gehypt ist, wo ich sagen muss, ich weiß nicht warum, ich habe es noch nicht getestet, ob es irgendwas Besonderes ist. Es soll sehr, sehr feines Puder sein, das habe ich mir sagen lassen. Ich mache das jetzt schön auf. Es soll sehr feines Puder sein. Ich weiß allerdings nicht, wie das Flashback ist. Sprich, ob ihr damit gut fotografieren könnt oder so. Das weiß ich nicht. Aber das ist so weich, Leute. Das ist halt nochmal einen ganzen Ticken feiner wie dieses Cody Airspun. Das Airspun hilft mir aber bei meiner öligen Haut wahnsinnig gut. Aber ich fand halt diese Verpackung auch ganz gut. Und was ich sagen muss, falls das leer sein sollte, werde ich auf jeden Fall diese Verpackung halt super nutzen können, weil das kommt halt in so eine Art Salzstreu-Style. Und ich kann mir halt echt vorstellen, also weil das so finely milled ist, dass das sehr, sehr gut für die untere Augenpartie ist. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Und dann habe ich noch einen kleinen Berg voll The Ordinary Sachen gekauft. Und zwar habe ich einmal den High Adherence Silicone Primer. Genau, das Silicone Primer. Und zwar habe ich den zweimal gekauft, glaube ich. Genau, das ist einfach auf ein Primer auf Silikonbasis. Ich brauche das, weil meine Haut, wie gesagt, sehr große Poren hat. Ihr seht es ja zum Beispiel hier. Ihr seht ja meine Poren affehart. Also das ist jetzt schon viel besser geworden, seitdem ich mich ein bisschen mehr um meine Haut kümmere. Das Problem ist halt, wenn man halt zu Hause sitzt und man weiß irgendwo, gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ich finde nicht, dass wir hier so krass gute Skincare-Produkte bekommen. Vor allen Dingen nicht für einen anständigen Preis. Ich sehe das auch nicht, 51 Euro für eine Yves Saint Laurent Lancôme-Creme auszugeben. Dafür habe ich auch kein Geld. Und dadurch, dass ich halt auch den Kanal mit euch hier betreibe, muss ich ehrlich sagen, will ich auch Produkte finden, die ich auch wirklich kostenmäßig auch weiter vertreten kann. Ansonsten hat es für mich gar keinen Sinn. Dann habe ich nochmal einen Natural Moisturizer. Das ist praktisch, die Verpackungen sind super, sind sehr clean, also sind nicht so übertrieben. Das ist praktisch so eine Verpackung. Das ist praktisch meine Feuchtigkeitssalbe, die ich immer in meiner Nachtschicht habe. Das ist der Natural Moisturizer Factor Plus HA Surface Hydration Formula. Das ist wirklich ein Primer, den ich unnormal gut finde, beziehungsweise einfach ein Hydrating Gel, wo ich sagen muss, wow, also es ist wirklich angenehm. Es macht auch wirklich, wenn ihr sehr müde seid, seht ihr nicht ganz so fertig aus. Und was ich jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den schon aufgebraucht habe. Ich glaube... habe ich schon weggeschmissen. Und zwar der High Spreadability Fluid Primer. Sehr, sehr geiler Primer. Auch auf Silikonbasis. Also meine ich doch, der muss auf Silikonbasis sein. Weil, ja genau. Der ist auch auf Silikonbasis. Der kommt in so einem Dropper. Ja. Und das ist so mein Primer, den ich jeden Tag eigentlich benutze. Das ist halt also in dieser Flasche. Und ich finde zum Beispiel, dass der sehr, sehr gut ist. Und ihr wirklich nichts falsch machen könnt. Ich habe da jetzt zwei Flaschen innerhalb von einem halben Jahr aufgebraucht und habe mir jetzt einfach zwei nachgekauft. Das war jetzt auch, wie gesagt, mein Beauty Bay Haul. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Schönsten, weil mein Freund hat mich halt gefragt, was ich mir halt zum Geburtstag wünsche. Dadurch, dass ich aber mir sehr viele Wünsche auch selber irgendwo auch leiste und natürlich auch erfülle, weil Independent Woman und so, also wenn ich was bestelle und möchte, eigentlich gehe ich eigentlich selbst los und kaufe es mir. Und dann sind mir trotzdem zwei Sachen eingefallen, die dann aber ein bisschen früher bestellt werden mussten. Ich habe da jetzt eine Woche drauf gewartet, das ist super. Ich habe das erstmal bei Morphe UK bestellt. Es gibt ja in Amerika diese Morphe-Seite und die ganzen Codes, die ihr von den ganzen YouTubern bekommt, könnt ihr auch dort zum Beispiel natürlich benutzen. Das ist natürlich überhaupt kein Problem.
Ich habe jetzt die Seite halt von den UKs ausprobiert, weil es natürlich für mich super praktisch ist, weil ich ja keinen Zoll dafür zahle, ja. Und ich habe mir die Dare to Create Palette bestellt. Oh! Ich habe schon reingespickelt. Das ist voll mein Ding. Und ich habe mir, das ist praktisch Teil der Holiday Collection. Ich zeige es euch mal. Also die Verpackung wird definitiv nicht weggeschmissen. Also die Verpackung werde ich behalten. Die werde ich hier irgendwann an die Wand pinnen, weil ich die unnormal geil finde und die auch. Das einmal so im Silber und einmal in so einem Gold. Und Leute, die ist riesig. Ich versuche es euch mal zu zeigen, gell? Die ist einfach nur krass. Also ich glaube, das ist ein Viertel ungefähr, die kleine Palette. Und ich muss sagen, ich fand die so, so schön. Leider Gottes war das aber so eine Limited Edition. Aber wahrscheinlich wird das Morphe wieder so sagen. Und dann kaufen alle wie die Bekloppten. Und dann wird es wie bei der Jaclyn Hill einfach ins Standardsortiment gemacht. Und zwar ist das einmal die Dayslayer Packung. Das ist eine sehr, sehr schöne, tragbare, super warme Palette. Selbstverständlich. Das kommt in diesem ganz, ganz tollen Sleeken. Sind auch super eingepackt. Diese Dinger behalte ich immer, wenn ich solche Verlosungen habe, wo ihr natürlich immer noch dran teilhaben könnt. Das wird am 6. Januar ja aufgelöst und ich stopfe dann immer die Sachen hier rein. Und auf jeden Fall kommt es in einer super festen Verpackung. Ich tue dann diese Folie immer raus. Ein Riesenspiegel, wie ihr seht. Und ich gebe euch das mal. Hello. Hello. Also, ich finde. Unnormal schöne Töne. Ich habe mir diesmal eine Palette rausgesucht, die so ein bisschen neutral ist. Ich habe aber diesen Ton gesehen. Oh, also ich habe die gesehen und ich fand die einfach so unnormal schön. Und die sind auch wieder so buttrig und auch, ich wollte halt so eine Palette haben, die ich halt auch sehr gut so tragen möchte. Ich feiere demnächst auch auf die Glow und so und ich hatte einfach keinen Bock, irgendwie so eine riesen Palette mitzuschleppen. Also welche ich weiß, die mitkommt, ist glaube diese Urban Decay Naked Heat, die ist richtig, richtig schön. Damit habe ich auch heute mein Augen-Make-up geschminkt. Ich glaube zwei, drei Crease-Farben, Eyeliner, fertig. Und das ist die, wie gesagt, die Dayslayer Palette, die sind halt alle Limited Edition, ihr Süßen. Ich zeige euch das halt jetzt, weil wenn ihr wirklich PayPal habt, habt überhaupt keine Skrupel daran, das zu zeigen. Schaut mal, zeige es euch so rum. Unnormal schöne Palette. Wie gesagt, die wird auf jeden Fall demnächst eingeweiht. Ich will auch, wenn ich jetzt meine ganzen US-Sachen habe, werde ich auch mehrere Get Ready With Me's machen, weil ich halt mehrere Paletten austesten möchte und so und so. Also ich möchte jetzt nicht nur irgendwie euch da stehen lassen mit den unerfüllten Wünschen, das zu sehen, wie das aussieht. Ich denke, wenn ihr da Bock drauf habt, diese Palette, Leute, also die ihr gerade gesehen habt, die hat 15 Pfund gekostet. Ich glaube ungefähr 17 €. Und ich war ja heute beim DM und da habe ich diese unsagbar hässliche Mavicon-Palette gesehen. Also ich mag die überhaupt nicht. Ich habe die heute das erste Mal geswatcht und fand sie noch beschissener wie vorher. Ich sag's euch so, wie es ist, weil die Highlighter sind total dick, glitzerig. Also jemand, der wirklich Ahnung hat von High-End-Kosmetik beziehungsweise High-End-Performing-Sachen, ja, wie zum Beispiel die Juvia-Ausfall-Paletten. High-End ist für mich einfach das höchste Level eigentlich an Verblendbarkeit, an Qualität, an Pigmentierung, die ich eigentlich für Geld erhalten kann, ja. Das heißt bei mir nicht zum Beispiel, wenn ich sage High-Quality-Make-up zum Beispiel, das kann auch sein, dass ich euch eine Colourpop-Palette oder hier zum Beispiel die Zoeva-Paletten, die ich super, super geil finde. High-End, das hat, ich finde, so ein mittlerweile so ein bisschen missbrauchter Begriff, weil das ist für mich auch High-End. Weil High-End, das bedeutet für mich, da gibt es für mich halt schon nicht mehr viel darüber. Bestimmt gibt es die ein oder anderen Paletten, aber nicht für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Morphe, muss ich sagen, also die alten haben mich überhaupt nicht interessiert. Von den alten Paletten würde ich persönlich auch abraten. Ich habe da halt nicht so tolle Reviews gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr euch nicht auch für 20 € eine schöne Zoeva-Palette. Ich fand halt, die Morphe-Paletten oft sind zu viel. Also da ist einfach zu viel los in den Paletten. Da sind 20 Beige drin, wo ich mir denke, gib mir drei und nicht 20. Und die haben das auch ein bisschen runterreduziert, muss ich sagen. Wenn ich euch die nochmal zeige, die Palette ist wirklich sehr viel logischer und sehr viel, also sie haben halt zum Beispiel hier, also man sieht, also das ist ein aschiges Braun, ein Beige, dann habt ihr hier so Transition Shades und dann habt ihr auch ein paar passende
Topper drauf, wo ich sagen kann, hey, die könnte ich problemlos verschenken und man kann dadurch neutrale Looks schminken, auch richtig geile glamorous Looks. Und ich bin einfach mittlerweile dafür, dass praktisch dieses High-End so ein bisschen aufhört, weil High-End bedeutet auch unsagbar viel Geld auszugeben. Und das muss ich euch sagen, ich habe ja wie gesagt eine Too Faced Palette, ich interessiere mich auch wahnsinnig für diese Golden Too Faced Palette, diese Chocolate Bar in Gold. Aber die gibt's jetzt einfach nicht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Hardcore-Einkäufer, der jetzt plötzlich in Sephora Frankreich bestellt. Ich bin eher so jemand, der sagt dann, ja komm, weißt du, bei solchen Paletten, gerade diese Mint-Chocolate-Palette, Leute, schaut mal, wie krass die missbraucht ist. Die ist unnormal krass gebraucht von mir. Diese Töne, die sind, also ich habe die wirklich ohne Scheiß. Ich benutze die fast alle 2 Tage. Irgendeine Farbe nehme ich daraus. Oder zum Beispiel auch diese Rose-Gold-Palette von Makeup Revolution. Die könnt ihr ja bei Cosmetic for Less, außer den da, den mag ich nicht, den Ton. Ihr habt so tolle Möglichkeiten für 8, 9 Euro tolle Schminke euch zu kaufen. Was ihr halt zum Beispiel ich auch durch YouTube gelernt habt, wie benutze ich sie? Wie blende ich? Wie schminke ich meine Lippen? Wie konturiere ich mein Gesicht? Dafür zum Beispiel ist YouTube gut. Ich bin auch nicht perfekt. Ich schmiere mir auch. Also heute zum Beispiel ist mein Make-up hier auch total in die Falten gewandert. Ich weiß zwar nicht, was da dahin gewandert ist, aber I don't know. Und zum Beispiel, ich suche immer wieder mal ein Puder oder zum Beispiel, Leute, das ist echt krass. Ich hab das größte Fixplus mal da. Ich zeig's euch mal, was für ein Unterschied das ist. Ihr zahlt für das hier 13 Euro und für das 30. Also da muss ich echt sagen, no. Ich habe mir das damals gekauft, weil ich dachte, ich probiere mal wie dieses, ich meine, da steht ja auch nichts groß drin, was da drin ist. Da ist schon ein bisschen Gurke drin. Eigentlich nichts anderes wie da. Das ist auch kein Fixing Spray, Leute. Das ist ein Refresher. Im Prinzip ein, wenn ihr zum Beispiel euch abschminkt, könnt ihr es danach auf eure Haut geben und habt praktisch dann einfach ein frischeres Gefühl. Und ihr könnt auch eure Puderkonsistenzen mit dem Foundation so ein bisschen Ton in Ton ein bisschen zusammenschmelzen lassen. Und dafür sind die halt super. Und auch einfach mal so zum Drischen zwischendrin reinsprühen und ein bisschen einmassieren oder so. Mega, mega gut. Und deswegen kann ich hoffe, dass die absolut in den kompletten Standardsortiment geht. Allein die Packung, also Morphe hat ja eine komplette Wandlung gemacht. Ich glaube auch, dass Jaclyn Hill sehr viel damit zu tun hat, weil Jaclyn Hill hat praktisch auch bei dieser Palette, da weiß ich, dass James Charles ist auch ein ganz süßer YouTuber. Ich mag den unheimlich gerne. Ich finde, der redet unheimlich schnell. Also da bin selbst ich ein Scheiß dagegen. Wie gesagt, super eingepackt wird sie. Und ich muss sagen, das ist halt auch so ein Collectors-Item. Also, das ist unnormal schön, Leute. Und ich muss sagen, ich klebe mal geschwind. Also, ihr habt natürlich wieder dieses Cheat. Ich klebe das dann praktisch oben rein, damit... Oh Gott, die Farben, Leute. Ich habe da nicht mal reinguckt. Also, das ist praktisch dieses Cheat, wo ich... das klebe ich halt oben rein, dass wenn ich Make-up-Tutorials mache und ihr das euch wünscht... da ist kein Spiegel drin, weil dafür ist die Palette einfach zu massiv. Ey, gebt euch das mal, ey. Also, bei der Palette ist unnormal richtig geil durchgedacht. Ihr habt praktisch in der Mitte einen doppelt so großen Pan mit Transition Shades. Das finde ich auch sehr intelligent, muss ich sagen. Weil das sind so die Farben, die ihr am meisten Löcher zieht. Also, das sind diese Farben, wo ihr unnormal schnell Probleme bekommen werdet, dass die euch kaputt gehen oder ausgehen. Und ich muss auch sagen, was mir auch super bei diesen Paletten gefällt, auch bei der Jaclyn Hill, die halte ich jetzt nicht schon wieder hier rein, das ist eher so eine Palette, die sehr kühl getönt ist, weil ihr habt zum Beispiel hier oben jetzt eher nicht so die krassen Farben oder so. Hier unten könnt ihr auch natürlich warm schminken. Da oben habt ihr eher so die, ich sage immer, Tropical Rainforest Abteilung. Da oben habt ihr die Mermaid Abteilung. Hier unten habt ihr die Neutrals Abteilung. Hier ist Warm Tone. Und das sind einfach, wenn ihr von dort nach dort geht, könnt ihr einen so schönen Look so in die Richtung schminken. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Schimmertöne. So ein bisschen klug von Morphe ist auch, dass die Töne, die matt sehr schwer zu formulieren sind, einfach metallisch sind. Dann haben sie es leichter. Und ich swatche euch gern mal ein paar durch. Und zwar ein Türkis. Oh! Ich mache jetzt einfach willkürlich, mache ich irgendwelche Farben. Ich zeige euch dann auch gleich wieder, welche ich genommen habe. Ich habe jetzt, wie gesagt, James Charles ist ja praktisch das Werbegesicht. Das ist geil. Leute, schaut mal das Rot an. Krass. Und ich werde natürlich auch ein paar Matte daneben, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe, endlich mal ein geiles Violett oder sowas.
So, ich habe hier mal ein paar Swatches für euch. Ich kann leider nichts anderes sagen wie Hammer, wie du dich performst auf meiner Hand. Hammer. Also wunderschöne Töne. Wie gesagt, sehr weich, unheimlich weich. Ich zeige euch auch mal das Schwarz. Schwarz ist halt auch so eine Sache, gell? Also man möge gar nicht. Das ist richtig black, black. Also das ist richtig geil. Und ich muss sagen, diese ganzen Formulierungen, die haben sich über die Jahre, glaube ich, schon verändert. Also ich weiß noch, als ich damals vor 2, 3 Jahren so richtig mich exzessiv mit Make-up beschäftigt habe, also nach meiner Bauchtanzzeit als Bollywood-Tänzerin, ich habe ja hobbymäßig mit so einer Gruppe Bollywood getanzt und da habe ich mich damals schon für so krasse Sachen entschieden. Aber ich muss sagen, so das YouTube-Schauen hat mir halt so viel erleichtert. Schaut man, diese sind auch super pigmentiert. Super weich und auch nicht so hart von der Formulierung her. Wie gesagt, ich finde halt mit der Palette lässt sich unheimlich viel anfangen. Ich werde auf jeden Fall die öfters mal in die Kamera halten. Gerade für Fasching oder so ist die mega. Die Verpackung muss ich echt loben. Das ist richtig hartes, schönes, abgerundetes, perfekt, perfekt, total angenehm in der Hand, dieses Karton. Diese, wie heißt das, diese Bubble Papers da, die behalte ich immer, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt reise, mache ich das einfach so, wenn ich zum Beispiel rumgehe, dann nehme ich die Palette einfach und stecke die auch eigentlich so hier in mein Schränkchen, außer da, das geht wieder nicht, aber ich glaube, die ist sogar zu groß, Leute, die hängt da raus, das Stier. Da muss ich sie halt daneben stellen. Auf jeden Fall finde ich das super praktisch. Also die sind immer ganz perfekt eigentlich von der Passform her. Wie gesagt, ich kann halt nur sagen, den Haul, den ich jetzt echt euch gezeigt habe, das ist mein Highlight, diese Palette. Und was mich echt super freut, sind diese da, diese Entdeckungen. Da bin ich auch irgendwie selber drauf gekommen. Ich habe bei YouTube nur gesehen, dass es halt irgendwie. Ich finde, im Kommen ist diese Marke aber noch nicht ganz angekommen, sag ich mal. Aber ich finde die so toll, dass es einfach so günstig ist. Leute, für 13 Euro. Was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt von irgendwie bla 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 Thermal. Also das ist in der Apotheke eine Marke. Da kriegt ihr so eine große, so eine Riesenflasche voll so Sprühwasser, ja, das benutzen auch zum Beispiel ganz viele, um ihr Gesicht zu erfrischen. Finde ich auch eine geile Möglichkeit, weil ehrlich gesagt, das kann auch echt in die Hose gehen. Ihr seid manchmal auch des Todes genervt, wenn ihr halt zum Beispiel für solche Scheiße, ja, 30 Euro ausgeben müsst. Das ist halt echt blöd. Wie gesagt, ich hoffe, dieser halbstündige Haul hat euch Spaß gemacht. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Ich hoffe, ihr bleibt mir einfach gewogen dieses Jahr. Sagt Familie und Freunden Bescheid, dass ihr auf jeden Fall mal reingucken sollt. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr das gemeinsame Ziel mit den 1000 Abonnenten schaffen. Ich bin eigentlich nicht also ich habe jetzt in einem halben Jahr 400 geschafft. Ich denke, das könnten wir zusammen schaffen. Ich freue mich unnormal, wenn ihr mir Kommentare unten reinschreibt und mir einfach sagt, was ihr zu den einzelnen Sachen zu sagen habt, weil vielleicht habt ihr was getestet, könnt mir zum Beispiel sagen, ob das irgendwie Flashback macht, also sprich, wenn ich mich fotografiere, dass es plötzlich so weiß aussieht, wie bei einem Toten oder so. Schreibt mir gerne einfach in die Kommentare rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Haul und ich hoffe, dass das Zeug bald kommt. Ich will auch gucken, dass demnächst mal, dass ich endlich mal mein Video hochgeladen bekomme, was einfach dieses Jahr einfach alles ansteht bei mir, gerade so Weihnachtszeit, was ich so geplant habe und ob irgendwelche Kooperationen irgendwie anstehen oder so. Bleibt einfach gespannt, das Jahr ist ganz fresh und wir sind ganz fresh angefangen. Wir haben noch voll Energie und wir sehen uns am bald, ihr Süßen, und bis bald!